kann man sich auch an die Spitze des Turniers katapultieren. Ja, nicht ganz, denn wie ich das mitgekriegt habe, hat Andy Black, der ja, glaube ich, Johnny Lodden rausgekickt hat, hat schon an die 1 Million oder schon drüber. Und ja, er hatte ein Meer von Chips vor sich. Ja, man sagte uns hier, dass er also ungefähr 3 Sitzplätze nebeneinander brauchte, um seine Chips überhaupt irgendwie zum Stapeln zu kriegen. Andy Black hat so einen Lauf. Und gerade zur rechten Zeit, hier in Monte Carlo, voll dabei. Ja, in Dortmund war er noch relativ früh ausgeschieden. Das war also, Philip has come in with schon, relativ früh in der Smokers Lounge entdecken können. Hat bei den Aussie Millions gut abgeschnitten, Andy Black. It's folded to Thomas. Dritter geworden bei den Aussie Millions. Thomas Biel. Thomas calls. Thomas. Chanel folds. Geht mit. Jetzt hatte ich, hatte der Helm vorher geraced, hast du das mitgekriegt, Markus, oder? Ich glaube schon, so hat er auf jeden Fall geschaut. Und David Peters schaut sich die ganze Sache an. Was macht Joe Beavers? Oh, all in. Action's back on Philip. So, der Däne Philip Helm, auch ihn hatten wir schon mal bei Eurosport, bei der European Poker Tour am Final Table. Das war das Turnier in Kopenhagen Anfang letzten Jahres. Ich glaube, da ist er Vierter geworden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dinge, es sieht immer so viel aus vor Joe Beavers, aber das sind alles kleine Chips. Diese Strategie habe ich von ihm auch in Las Vegas schon mal gesehen. Da hat er also auch Berge von Chips, aber das war immer die kleinste Einheit. Also das scheint so sein Ding zu sein, einfach damit ein bisschen Eindruck zu schinden. Philipp Helm, der hat richtig viele Chips vor sich liegen. 20.100. Das ist der Count von Thomas Biel. So, aber Philipp Helm muss natürlich auch noch ein irgendwo wissen, wie viele Chips denn der Thomas Biel da hinter ihm noch hat. Denn er sitzt ja jetzt mittendrin. Das könnte jetzt auch natürlich, das sogenannte Squeeze-Play sein von Joe Beavers. Dass er also denkt, dass der erste Razor, Thomas Helm, vielleicht, sag ich mal, gar nicht so eine gute Hand hatte. Und Thomas Biel ist nur mitgegangen. Und er versucht jetzt vielleicht beide rauszudrücken. Und der erste Razor, der muss natürlich auch mal so ein bisschen drauf achten, was ist der Spieler, was passiert hinter mir. Also das ist genau das, was Philipp Helm jetzt wahrscheinlich auch bedenken wird. Aus Dänemark. Philip called das All-In von Joe Beavers. Tja. Was macht Thomas Biel? Oh, er callt auch. Er callt auch. Er denkt sich, ich bin jetzt pot committed. Drei Spieler. Eine gute Chance jetzt hier, nochmal richtig ins Turnier reinzukommen, wenn ich die Hand gewinne. Joe has 2 Black Queens, Philip has 2 Nines, Thomas has Ace Jack. Ass Bube, 2 Neun, 2 Damen. Joe Beavers also in Führung zur Zeit. Er ist ein Ass. Er braucht ein Ass. The flop is 8, 7 Deuce with no suits.
8-7-2. Joe's Queens are still in front. Thomas Biel braucht ein Ass. Go ahead and give us a turn card. The turn is a 10. Now, hat. Philip can hit a jack or a 6 to win the pot. Open and it's straight by Philip. Thomas can hit a 9 or an ace to win the pot. Otherwise, Ass und 9 hilft ihm, will be the best hand. Hilft Thomas Biel, sonst setzen sich die zwei Damen durch. It is a 10, yeah. That changes nothing. Joe wins the entire pot. Thomas is out. Ja, Thomas ist jetzt leider hier ausgeschieden. Thomas Biel verabschiedet sich. Und Joe Beavers verdreifacht seinen Stack. Aber fairer Handshake jetzt hier von Thomas Biel. Und dann Gegner. Schade. Dann ist der Stachel immer tief, so in den ersten paar Minuten. Und 16.590 Euro für Thomas Biel.